Guten Morgen. Dankeschön, dass Sie mir es möglich machen, hier zu sprechen. Ich möchte über die tunesische Revolution sprechen und die Rolle des Internet während des demokratischen Wandels. Die tunesische Revolution war die erste in einer Reihe von Revolutionen, die in der arabischen Welt stattgefunden haben. Sie begann mit der Selbstverbrennung von Mohamed Bouazizi, einem Straßenverkäufer, am 17. Dezember 2010 und endete mit der Absetzung des ehemaligen tunesischen Präsidenten am 14. Januar 2011. Weniger als ein Monat reichte, um einen Diktator, der über 20 Jahre regiert hatte, loszuwerden. Aber die Realität ist eine andere. Diktatur, Unterdrückung, Freiheitseinschränkung über mehr als 23 Jahre hatten geherrscht. Die Menschen versuchten mehrfach, sich aufzulehnen gegen Diktator. Gegen die Diktatur. Das begann im Jahr 2008 in einem Bergbaugebiet mit einer sozialen Bewegung. Hier sehen Sie Bilder aus der Sozialbewegung des Jahres 2008 im Süden Tunesiens. Viele Menschen wurden festgenommen, sogar gefoltert, junge Menschen wurden getötet. Es war ein blutiger Aufstand. Aber das Regime konnte diesen Aufstand niederschlagen, denn er verbreitete sich nicht auf andere Teile der Länder, denn in den Medien wurde kaum darüber berichtet. Die Revolution 2010-2011 bezeichnet man manchmal als die Jasmin-Revolution, aber auch als die Facebook- und Twitter-Revolution. Die Mehrheit der Tunesier lehnen diese Begriffe aber ab. Jasmin hängt für uns mit Tourismus zusammen. Es ist das Symbol von Süße. Aber was Tunesien erlebt hat, ist bei weitem nicht süß. Dutzende, Jahrhunderte von jungen Menschen kamen ums Leben. Sie fielen unter den Kugeln der Sicherheitskräfte. Es tut mir leid, dass ich Ihnen diese Fotos zeigen muss. Aber das sind eben Bilder aus der tunesischen Revolution, die als die Jasmin-Revolution bezeichnet wird. Wir lehnen diese Bezeichnung ab. Tausende von Menschen wurden gefoltert, viele von ihnen getötet. Das ist weder süß noch friedlich. Was die Facebook-, Twitter- oder WikiLeaks-Revolution angeht, da glaube ich, dass die Rolle des Internet übertrieben wurde. Warum ist diese Revolution keine Facebook-, Twitter- oder WikiLeaks-Revolution? Die Ereignisse begannen auf der Straße. Die Menschen waren wütend über die soziale Ungerechtigkeit. Sie waren schockiert, als sie den verbrannten Leichnam des jungen Straßenverkäufers sahen. Sie forderten Freiheit und als die Polizei Gewalt gegen sie einsetzte und viele Menschen tötete, wurden diese Entwicklungen von sozialen Medien berichtet, während professionelle Journalisten abwesend waren. Es handelt sich um eine Straßenrevolution. Wir wollen sie nicht als Internetrevolution bezeichnen. Warum ist es keine Facebook-, Twitter- oder WikiLeaks-Revolution? Beginnen wir mit WikiLeaks. Die meisten Tunesier wussten, dass WikiLeaks Dokumente über die
herrschende Familie in Tunesien ins Netz gestellt hatte. Aber viele Menschen hatten nie etwas von WikiLeaks gehört. Facebook spielte eine wichtige Rolle. Die meisten Videos und Bilder wurden über Facebook verbreitet. Hier ein Foto aus der Hauptstadt Tunis. Hier steht Danke Facebook. Aber trotzdem war dies nicht der Auslöser der tunesischen Revolution. Alles begann auf der Straße, bevor im Netz darüber berichtet wurde. Und wie sieht es nun mit der Rolle von Twitter aus? Als die Ereignisse begannen, hatten nur wenige von Tunesiern je von Twitter gehört. Daher spielt Twitter nur eine sekundäre Rolle. Hier sehen wir die Entwicklung des Einsatzes von Hashtag Sidi Bouzid. Während der ersten Tage der Revolution haben weniger als 2000 Menschen diesen Hashtag verwendet. Und die Zahl der Menschen, die den Hashtag verwendeten, stieg also erst ab dem 14. Januar an, als der König das Land verlassen hat. Wir können die sozialen Netze daher nicht als Auslöser für die Revolution bezeichnen. Trotz der Tatsache, dass die sozialen Medien und das Internet eine wichtige Rolle gespielt haben, waren es die Bürger, die gegen das autoritäre Regime protestiert haben, gegen ein Regime, das ihnen kaum wirtschaftliche Möglichkeiten an und dass ihre Freiheit einschränkte. Es wurden Nachrichten über das Internet verbreitet, obwohl der Zugang zum Internet sehr eingeschränkt war. Das Internet hat die arabischen Revolutionen erleichtert, aber es gab zahllose andere Faktoren. Auch die traditionellen Medien spielten eine Rolle. Facebook und Twitter in Verbindung mit traditionellen Medien wie Fernsehkanäle, Al Jazeera und französische Kanäle spielten die Rolle in der Verbreitung von Informationen. In meinem Land wie meinen hat nicht jeder Zugang zum Internet und Fernsehkanäle wie Al Jazeera und auch ein französischer Kanal, France 24, spielen eine große Rolle. So wurde die Information über die Entwicklung der Ereignisse in meinem Land vorangetrieben. Aber was passierte denn während der tunesischen Revolution im Internet? Das Internet hat zwei wichtige Rollen gespielt. Erstens Informationsverbreitung, wenn die traditionellen Medien, Radio, Fernsehen, Zeitungen abwesend waren. Eine andere wichtige Rolle war die Mobilisierung der Menschen. Als das tunesische Regime versuchte, einen Medien-Blackout durchzusetzen, um zu verbergen, was mit Sidi Bouzid passiert hat, haben die Menschen mit ihren Mobiltelefonen Fotos von der Polizeigewaltanwendung aufgenommen und diese Fotos wurden verbreitet. Menschen haben große Distanzen zurückgelegt, um solche Fotos aufzunehmen. Trotz dieser Hindernisse und trotz der Zensur konnten die Cyberaktivisten Nachrichten verbreiten. Das Regime sah die Gefahr und
erlegte dem Land eine immer strengere Zensur auf. Die Facebook-Accounts und die E-Mail-Adressen wurden ab dem 3. Jänner bei mehreren Aktivisten außer Betrieb gesetzt. Cyberaktivisten wurden festgenommen nach dem 2. Jänner. Und die Facebook-Profile von vielen Cyberaktivisten wurden gehijackt. Mein Facebook-Profil ebenfalls. Sie können sehen, was mit dem Profil passiert ist. Ich hatte keinen Zugang mehr zu meinem eigenen Facebook-Profil. Die traditionellen Medien, und damit meine ich Zeitungen, Radio und Fernsehen, haben nach wie vor Gerüchte verbreitet bis zum 14. Jänner. Die Polizei hat friedliche Demonstranten getötet und in den Medien war jedoch von Gangstern die Rede, die Terror im ganzen Land verbreitet hätten. Das Internet hat aber auch noch eine andere Rolle gespielt, nämlich die Mobilisierung des Volkes. Aber das war erst der zweite Schritt. In Tunis fand die erste Demonstration, von der wir hier ein Bild sehen, zur Unterstützung der sozialen Bewegung von Sidi Bouzid statt. Das wurde angekündigt über Facebook. Das passierte am 25. Dezember 2010. Und das Gleiche galt für die nachfolgenden Demonstrationen. Wir können also sagen, dass die tunesische Revolution auf der Straße begonnen hat und nicht im Internet, wie dies zum Beispiel im Internet der Fall war. Die Revolution begann auf der Straße. Dennoch spielte das Internet eine wichtige Rolle, aber es war eben nur ein Instrument. Es war weder das auslösende Element noch das einzige Element in dieser Revolution. Soziale Netze waren wichtig, manche waren effizienter als andere. Die Rolle von Facebook war wichtig als die Rolle von Twitter. Ich spreche jetzt aber, wie gesagt, nur von Tunesien. Wie ist die Situation aber heute? Wir bereiten uns auf die Wahlen vor. Es soll eine verfassungsgebende Versammlung einberufen werden, um eine neue Verfassung zu verabschieden. Das Internet spielt hier eine wichtige Rolle, ist aber ein doppelschneidiges Schwert. Die sozialen Netze, werden die sozialen Netze, die die tunesische Revolution groß gemacht haben, auch zu ihrem Fall beitragen. Auch die Nachrichtenagenturen konnten mittlerweile das Vertrauen des Volkes gewinnen. Mehr und mehr Menschen verstehen die Macht und die Effizienz der sozialen Netze, insbesondere auch von Facebook. Die Page Administrators haben unter Spitznamen an der Revolution teilgenommen. Sie haben zum Teil unter falschen Profilen agiert. Manche haben sich der echten Opposition angeschlossen, andere gehören der Bürokratie an und managen die Bürokratie. Sie können eine politische Partei groß machen oder zu Fall bringen. Alle behaupten zwar, neutral und objektiv zu sein, aber das stimmt nicht. Manche arbeiten für politische Parteien, manche verkaufen ihre Seiten an politische Parteien. Das ist zu einer Frage des Marketing geworden. Um Geld zu erhalten, sind diese Administratoren bereit, andere anzugreifen, Chaos im Internet zu verbreiten und Gerüchte zu verbreiten. Daher müssen wir wachsam sein und aufpassen, achtsam sein, denn vor allem in Ländern wie dem meinen, wenn wir glauben, die Dinge hätten sich verändert, stimmt das nicht immer. Die Medien werden von denselben Menschen kontrolliert und manipuliert, die für das alte Regime gearbeitet haben.
die Menschen vertrauen noch immer den sozialen Netzen, die dazu beigetragen haben, einen Diktator zu stürzen. Sie sollten jetzt mitwirken, um unseren demokratischen Wandel zu einem Erfolg zu machen. Aber ob dies der Fall sein wird, können wir noch nicht mit Sicherheit sagen.